Der Schadentalk 2020 ist vorbei, hinter uns wird schon aufgeräumt. Zum ersten Mal waren in diesem Jahr auch drei der führenden Lackhersteller Deutschlands dabei. Bei mir ist nun Tobias Brefeld, Regional Business Manager von BASF. Herr Brefeld, welche Punkte haben Sie denn aus dem Talk mitgenommen? Also zunächst einmal übergeordnet bleibt für mich die Erkenntnis, dass es eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen ist, hier dran teilnehmen zu können. Übergeordnet glaube ich, dass viele Aufgaben vor dem Markt liegen, insbesondere in Bezug auf Digitalisierung und einfach im Sinne von kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Jetzt haben Sie schon Prozessverbesserung angesprochen. BASF treibt ja die Prozessverbesserung nicht erst seit Corona voran. Sie haben jetzt Anfang dieser Woche mit BASF, mit Glasurit, eine neue Lackreihe, die Reihe 100, auf den Markt gebracht. Inwiefern knüpft diese denn an das Thema Prozessverbesserung an? Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente der Reihe 100-Lösung. Für uns verstehen wir das Thema Reihe 100 unter der Überschrift Prozessoptimierung einerseits im Sinne von vereinfachte Prozesse, einfach für den Lackierer zu applizieren, die neue Lösung. Auf der anderen Seite natürlich ganz klar das Geschwindigkeitsthema. Die neue Reihe 100 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit. Herr Brefeld, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich.